So, wir kommen zurück auf unseren geilen Floß. Es ist wie immer lange nichts passiert, aber diesmal ist der Dennis dabei und hilft ein bisschen. Moin, moin. Und ja, mal sehen, was hier der Plan ist. Ich habe keine Ahnung, was ich zuletzt gemacht habe. Ich habe nicht in die letzte Folge reingeguckt, um zu sehen, was ich gemacht habe. Aber irgendwas mit Metallbarren muss es zu tun gehabt haben, weil wir haben nämlich einen Metallbarren hier. Ich sammle erstmal ein paar Gegenstände, dass ich mir ein paar Sachen bauen kann. Genau, Dennis muss nämlich noch alles machen. Der war noch nie in diesem Spielstand drin. Er muss sich erstmal wieder ein Speer und all so einen Scheiß zusammenklöppeln. Und jetzt gucke ich mir mal den Plan an hier. Erstmal Forschungstisch. Lernen, 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 was alles in den 100.000 Updates dazugekommen ist. Hast du noch Palmblätter übrig? Ja, wieso? Weil ich noch ein paar bräuchte. Wie viel? 6 Seile, also 12 Palmblätter. Na gut, aber nur weil du es bist. Haben wir schon den Grill? Den großen Grill haben wir schon, ja. Was zu trinken? Ich brauche eine Flasche unbedingt, dass ich was trinken kann. Wäre eine gute Option. Oder eine Tasse, kannst du dir natürlich auch holen. Ja, kann man noch in der Schmelze machen. Achso. Oder stellst du da gerade was her? Metallbarren, aber ich weiß gerade nicht wofür. Und soll ich helfen? Ja, geht schon. Alles gut. So, ich habe immer noch nicht rausgefunden, warum ich hier Metallbarren reingepackt habe. Eine Heilsalbe, lindert Schmerz. Alter, ich habe lange nicht mehr gespielt. In den Rucksack! Was ist hier los? Was habe ich verpasst? Ja. Hier ist das Ziel. Wir brauchen was zu essen und dann müssen wir eine Insel ansteuern, um Kupfererz zu farmen. Und dann bauen wir uns langsam so Richtung Empfängerantennen hin, okay? Alles klar. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal so einen Lachs. Boah, das wäre schon... Dann löppt der Lachs. Dann löppt der Lachs. Ich schwimme mal rüber. Volles Risiko. Wo ist die... Kiste. Ganz oben. Da. Zack. Oh, Alter. Alter, hier war viel Zeug drin. Ich habe hier ein Rezept für Fischeintopf. Hey, oben ist irgendwo eine Rezeptkiste. Na, oh, danke. Ah, wieder ein Sammelnetz mehr. Nein, nicht das schöne neue Sammelnetz. Gleich reparieren, ja. Weißt du, gerade platziert, ne? Schon kommt Jörg. So ein Arsch, ich muss mal was trinken. Ich sag dir das nur, weil ich habe hier auch noch 3 Fische, die ich drauflegen könnte. So, ja, dann gepair. Dann kümmere dich um das Rohstoff und ich mach Essen. Alles klar. So, ich schmelze jetzt wieder frei. Ach, Mädchen. Oh, er ist gleich tot. Halt mal das Floß an. Wir haben noch kein Haifleisch. Ja, du musst nur das Segel hochmachen. Ich hätte ein bisschen Haifleisch im Angebot. Pack ich gleich drauf, ne? Mhm. Ich bin mal auf dem Weg zum Floß. Mhm. Und gleich kommt Jörg um die Ecke. Es ist mir egal. Soll er mal machen. Zack, Kiste. Fast. Hätte ich fast geschafft. Nein! Geht doch. Wir müssen das hier irgendwann auch mal abreißen, dann die ganzen Kisten runterkriegen und alles wieder neu organisieren hier. Wenn du Planken brauchst, sag Bescheid, ich hab noch ein paar. Ich bin mal mutig. Bin mal voll. Oh, Jörg voll. Kommt. Jörg kommt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pieks ihn einfach einmal. Er driftet wieder ab. Kannst du in meine Richtung fahren? Nein. Hallo, das ist jetzt nicht nett. Bin da. Bin heil angekommen. Oh, Adrenalin. Oh. Ich glaube, ich mache mir gleich mal einen Metallsperr. Insel. Wo? Links, da. Vor uns. Geil. Ich mache mal einen Anker. Okay. Achtung. Guck mal. Wunderbar. Anker. Jo. Fällt. Wir haben das Wichtigste natürlich vergessen. Wir brauchen natürlich für Jörg einen Haiköder. Noch einen Haiköder. Ja, ich schmeiß jetzt den Haiköder. Ja, schmeiß den Haiköder. Ist da und los. Er ist da.
Jörg ist übrigens fertig. Ja, ich komme. Wo ist unser Floß? Da. Gerne. So, Flasche einmal erforschen. Und Sauerstoffflasche gelernt. Fernglas gelernt. Kupferbarren aufnehmen. Und. Wo ist er? Kupferbarren erforschen. Batterie erlernt. Leiterplatte erlernt. Leiterplatte hergestellt. So. Leiterplatte erforschen. Antenne, Empfänger. Warte, dann reiße ich jetzt alles ab. Ich würde sagen, wir nehmen diese Sammelnetze als Trennwand quasi und machen eine Seite, bauen wir ein Haus und die andere Seite lassen wir frei. Klingt gut. Ja, dann müssen wir auch die Sachen hier aus dem Weg räumen. So eine Insel oder ein Floß werden mal wieder gut. Ja. Eine Glückskatze. Und ich konnte sie nicht aufnehmen. Nice. Die schwimmt da hinten. Halt das Floß an. Ich bin verrückt. Ja, leicht. Ah, Jörg war schon da. Ist das die Glückskatze? Ja, ich hab sie. Oh, nice. Hallo, ich würde gerne noch aufs Floß kommen, bevor du hier wieder wegschipperst. Zack. Puh. Und die Koch... Wir lassen uns die Kochstelle nach oben machen, dann kann ich von oben angeln. Ist doch auch nicht verkehrt. Kann ich nebenbei immer Ausblick halten nach Inseln. Richtig. Ist auch nicht verkehrt. Obwohl, den kann ich schon da hinsetzen. Wenn jetzt hier die Ressourcenkiste ist, setze ich den Forschungstisch da mal hin. Kann man nicht hier unten einfach Stelzen nur hinsetzen? Oder ist das zu viel für die obere Etage? Man kann doch auch einfach so Säulen setzen und darauf dann die Sachen errichten. Kann man, ja, müssen wir ja aber auch. Ja, dass wir das hier komplett hinsetzen. Offen lassen, die Seite. Ach so, ja, das geht natürlich auch, ja. Die Frage ist, wo wir jetzt die Treppe hinsetzen. Wir müssen irgendwo eine Treppe hinsetzen. Ja, ich würde die Treppe hier hinsetzen. Ja? Ja. Dass man so von außen halt dann, genau. Ja, habe ich schon. Ah, lass uns doch mal in Ruhe bauen hier. Oh, erst. Halt das Floß an. Fertig. Kann weitergehen. Wir müssen den fortschrittlichen Reiniger aber nach unten packen. Wir jedes Mal mit dem Wasser hochlaufen müssen. Stimmt. Kannst du den unten neben den Forschungstisch packen? Da, wo die Sonne am besten hinkommt. Können wir die andere Treppe dann hier neben bauen? Nee, ne? Macht keinen Sinn. Ich hätte gesagt, wir bauen die hier mit einer Platte halt frei und dann die Treppe nach oben. Dass du hier geradeaus nach oben gehen kannst. Das können wir auch tun. Jetzt geht nämlich langsam der Fisch aus. Ernsthaft? Ja, wir haben noch genug hier. Guck mal, 11 gegarte Buntbarsche. Der rohe Fisch. So. Kommt ein Floß. Ja, wir fahren direkt drauf zu. Wenn wir das jetzt verfehlen, das wäre schon... Fail. Hart unlucky. So ein bisschen Kurs nach Backbord machen. Ja. Erledigt. Ist übrigens links, falls du Fragen hast. Ja, das war mir schon klar. Vor allem ist das ganz cool, wenn wir so richtig hochbauen, dann können wir irgendwann später, wenn wir eine große Insel haben, einfacher da einen Übergang bauen. Ist richtig. Bin ins Wasser gefallen. Bin auch schon wieder da. LOL! Jörg fliegt erstmal durch die Luft. Damn, it feels good to be a gangster. Geht aber. Geht. Zack. Geil. Spiel gehackt. So. Was kommt denn sonst hier unten noch rein? Was brauchen wir denn? Eine Küche, ne? Nee, die Küche soll nach oben. Die Küche kommt schön nach oben, dann kann der Dampf schön abziehen. Ja, genau. Alter, mechanische Schrottente. Hier, pack's auf die Ablage. Im Ressourcenraum. Ja. Da ist eine Insel. Eine ganz kleine. Ich sehe nichts. Wo? Ich sehe wirklich nichts. Hä? Das ist eine große Insel. In die Richtung. Ich sehe nichts. Alter. Aber wir fahren in die Richtung. Alles gut. Siehst du sie jetzt? Jetzt sehe ich sie, ja. Mein Paddel ist bestimmt gleich schon kaputt, ey. Mal schauen, ob ich ein bisschen gegen den Wind hier ankomme. Glaube nämlich nicht.
Also, ich könnte hier hochkommen. Mit einer Treppe. Warte. Versuche auf die andere Seite zu kommen, dann kriegen wir vielleicht. Ohne eine Treppe hin. Oh, mein Paddel ist gleich kaputt. Setz mal einen Anker. So, ich muss jetzt etwas trinken. Das war so anstrengend. Wie viele Planken hast du noch? Ich habe nur noch 2. Ich habe 8. Hier neben die Treppe gleich direkt. Ja. Bin oben. Wir müssen halt noch weiter hochkommen. Genau, jetzt sinken, genau. Und aufstehen. Oh, perfekt ist das, ey. Läuft. Oh, hier ist eine Kiste. Ich muss hier sonst ein paar Sachen runterschmeißen. Was soll ich denn mal runterschmeißen? Mango, Wassermelone, Samen, Ananas. So, hier sind noch Samen. Hier ist noch ein Bolzen, Scharnier, Kokosnuss, Ananassamen, Planke, Palmblatt. Danke. Zack. Und noch ein Baum. Und jetzt ist meine Axt kaputt. Nein! Zack. 2 Seile herstellen. So, Axt ist am Start. Tauchen müssten wir dann noch. Ja, ja, bin ich schon dabei. Ja, er ist am Köder. Achso, okay. Dann los. Bin schon dabei. Hier, Kupfer. Kupfer, Kupfer, sehr gut. Metall. Metall. Dürfte noch Metall sein. Ja. Komm schon, bitte Kupfer, bitte Kupfer. Metallerz natürlich. Metallerz. Kupfer. Yes. Ich sehe Jörg aber nicht. Da ist Jörg. Okay. Alles gut. Und dann haben wir schon sehr viel Fortschritt gemacht in dieser Folge, würde ich sagen. Genau, und dann werden wir sehen, wie wir hier weiter unser Floß ausgestalten mit 3. Etage und alles sowas, wie weit wir kommen. Ne? Also haut rein, ne? Vergesst natürlich nicht ein Abo dazulassen, falls ihr Bock habt auf weitere Folgen. Und dann würde ich sagen, sind wir raus, haut rein und ciao.